Heute kommt nun das 12. und letzte Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop dran. Das Schwein. Das Schwein ist das großzügigste und ehrenvollste Tierkreiszeichen. Sein Perfektionismus in erlesenem, tadellosem Stil gilt als sehr beachtlich in der chinesischen Astrologie. Allerdings erscheint das Tierkreiszeichen Schwein auch manchmal als arrogant. Doch das ist missverständlich, da sich das Schwein mit seinem natürlichen Wesen an Luxus, am fröhlichen Umgang und des erfüllten Liebeslebens erfreut. Seine Freunde sind ihm sehr wichtig. Und im besten Glauben an die guten Eigenschaften anderer Menschen ist es ihnen überlegen. Schweingeborene wollen, dass es der Familie gut geht und sie glücklich sind. Das Schwein hat wahre Freude daran, anderen zu helfen. Es kann nicht alleine sein und will seine gutmütige Natur geschätzt wissen. Es lässt sich nicht unterkriegen, gibt nicht auf und macht immer gute Miene zum bösen Spiel. Zur Liebe. Prinzipiell kann das Schwein ein wunderbarer Partner sein. Es kann sich nur schlecht entscheiden. Bis es eine Beziehung eingeht, macht es gern mehrere Anläufe. In der Ehe aber ist das Schwein ein Mustergatte. Während die Frauen zu den besten Müttern und liebsten Ehegatten tendieren, sind die Schweinemänner nachgiebig und treu. Zank und Streit können beide nicht ausstehen. Nun Karriere und Beruf. Schweingeborene lieben ihre Arbeit und wollen keine Veränderung. Also soll es so bleiben, wie es ist. Sie können zu vielen Berufen Bedeutendes leisten. Sie sind geradlinig und loyal zu ihrem Vorgesetzten. 2018 solltest du beharrlich deinen beruflichen Weg gehen, auch wenn im Augenblick die Aussichten dir eher gering erscheinen. Trotzdem kannst du einen guten, glücklichen Verlauf erwarten. Setze deine Fähigkeiten geschickt ein. Dann lässt der Lohn nicht lange auf sich warten. Prüfe aber neue Verträge genau, bevor du diese unterschreibst. In der Gesundheit ist große Vorsicht geboten. Denn sobald du aus dem Haus gehst, bist du unfallgefährdet. Pass besonders im Straßenverkehr auf. Das, meine Lieben, waren die 12 Tierkreiszeichen mit ihren Eigenschaften und Prognosen für 2018 in Liebe, Beruf, Karriere und Gesundheit. Ich hoffe, dass es für euch interessant war. Herzlichst, eure Deria.